Willkommen zurück zu Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung mit zwei Spielern. Es ist morgen. Ja, total. Nach zwei Monaten. Wir haben ein bisschen längere Aufnahmepause gemacht, aber hey, es geht weiter und wir können heute wieder Amiibo scannen, wie geplant war. Ja, das DLC kaufen. Will ich DLC kaufen? Nein, lass mich in Ruhe. Ich wollte Amiibo scannen. Wir haben den DLC schon komplett gekauft, also danke. Wir hatten hier Lanky mit einem Schleichlingsschwertgras Ausdauerschnecke. Braucht kein Mensch. Dann Zelda mit hoffentlich was Sinnvollerem. Nope, es ist ein antikes Erweiterungsteil. Aber beschwer dich nicht. Doch. Dann hätten wir nochmal Zelda mit noch einem antiken Erweiterungsteil. Das wird immer schlimmer. Eigentlich. Ja, ich meine, mein 11 Angriff und ja. Man findet Materialien besser. Das ja, ist etwas. Cool. Eine Stachelbocklanze von Link Amiibo. Mein Gott, wir kriegen überhaupt nichts heute. Doch, drei Waffen schon. Ja. Es ist korrekt. Das ist das Problem. Und eine Spurtkröte, Ausdauerschrecke und Spurtling. Naja, immerhin. Hat sich gelohnt. Besser als noch eine Waffe, schätze ich. Das war's, mehr kriegen wir nicht. Fortsetzen, auf geht's. So, in der Tat, auf geht's. Wo haben wir denn vor zwei Monaten aufgehört? Also, wir haben hier noch Missionen. Noch Sidequests zu machen, wie drei oder vier oder so. Bot ist glücklich, weil wir etwas ausgewählt haben, was er haben wollte. Hier ist unsere nächste Story-Mission. Ich schätze, wir fangen einfach mal links an und arbeiten uns durch. Sure. Hier, Level 27. Erstmal brauchen wir einen zweiten Spieler, das wäre voll cool. Ja. Ich bin da. Willkommen. Yay. Hauptgegner sind Blitzviechers. Ist auch egal. Dann. Lange nicht mehr dieses Menü navigiert. Du hast gerade frische neue Bocklanze gekriegt, ich will sie nicht auswählen. Ach, ich bin auf Link eingeloggt, ich darf nicht. Ja, du darfst nicht, du musst lang sein. Nee, ich bin in der Reise zur Hände. Willst du wen anders als Revali oder? Sure, die Leute haben vor zwei Monaten das letzte Mal schon Revali gesehen. Dann gib mir mal, weiß nicht, gib mir Obosa. Sure. Ich bin dabei. Warum auch nicht? Nur Level 23, unsere Obosa ist low. Aber okay, dann aufbrechen. Wir sollten vielleicht mal ein paar Level kaufen für ein paar von unseren Leuten. Ich glaube, wir haben eine Rubine dafür. Ja. So ein bisschen was ausgeben können. Wir brauchen ein Level. Ist richtig. Let's go. Mal gucken, ob ich die Steuerung noch kann. Nach zwei Monaten habe ich wahrscheinlich alles verlernt. Tutorials. Ich habe gehört. Da kannst du es durchlesen, was die Steuerung ist. Wenn du lang genug suchst. Versuche gerade erstmal wieder rauszufinden, wie ich diesen Roboter hier auf dem Ladebildschirm hin und her kontrolliere, den du mir beim letzten Mal irgendwann beigebracht hast. Ja. Vor langer Zeit habe ich dir die größten Geheimnisse dieses Spiels offenbart. Die ich nicht kannte, nachdem ich das Spiel schon durchgespielt habe. Ja. Das ist ein Zeldas Ritter. Let's kill them Bocklins. Jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, die Kamera richtig umzustellen. Begib dich zusammen mit Zelda zum Ziel. Das heißt, das ist wieder eine Mission, wo wir jeden einzelnen Bocklin entweder vernichten oder Zelda bleibt stehen, um sich mit ihnen anzulegen. Mehr oder weniger, ja. Spin to win. Zelda ist mit sowas ein bisschen, also allgemein die NPCs sind mit sowas ein bisschen nervig. Ich würde sagen, alle NPCs bleiben einfach stehen, wenn du sie eskortieren sollst und die sehen, oh, das ist ein Gegner, den ich bekämpfen darf. Ja, bitte. Moment, die benutzen wir noch gleich. So benutzen wir. Die Bomben und so ein Kran. Ich wollte auch. Steuerung finden. Naja. Friss Bombe, Elektropyromagus. So, der Knopf anvisieren, das war anvisieren. Jetzt habe ich natürlich keine Bomben mehr. Ich habe auch mal welche. Sehr gut. Stasis! Gut, das ist die Kombo so halbwegs, wenn ich sie noch im Kopf hatte. Boom! Okay, wo ist Zelda? Irgendwo da hinten. Natürlich bei dem einen Bocklin. Was hast du erwartet? Das ist ein Bocklin. Die größte Gefahr für das Königreich. Die muss persönlich von der Prinzessin erledigt werden. Aber die steht ja nur dumm da. Die guckt die wirklich nur blöd an. Anstatt mal so ein Modul zu aktivieren oder so. Die steht dann da. Ja, aber es ist Zelda mit dem Modul. Man kann es ja nicht allzu sehr verübeln. Aber das Modul kriegt auch nette Kombos. Inzwischen hat sie ja schon was. Also kannst du dich bitte bewegen? Soll ich schieben oder? Nein, hier ist ein Bocklin, der noch überlebt hat. Der war zu gefährlich. Immer das Gleiche. Beweg dich. Ansonsten verbrauche ich jetzt alle meine HP durch meine Verzweiflungsangriffe. Schau sie nicht an. Ich geb mir Mühe. Ich werfe stattdessen Bomben auf diesen Stand hier, sinnlos. In der Hoffnung, dass wenn sie despawnt, dass sie einfach läuft. dass das Spiel sie einfach nach vorne setzt, ja. Ja. Das war eine Stahlkiste. Was, eine Jägerbande? Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Ich bin ja etwas weiter gedacht, als ich gedacht habe, dass sie spawnen. Aha. Ich habe ihn mit dem Magnetmodul angegriffen, mache ich auch selten genug. Stopp! Kann ich auch nochmal.
Ja, der Arme. Nicht, dass wir nachher nicht dazu kommen, seine Schwachpunktleiste auf Null zu bringen. Das wäre ja ein Drama. Ja, in der Tat. Gerade bei den neuen Jägers. Ach, das neue Jägeroffizier neben uns. Ja, ein Traum. Ja, da ist irgendwo noch ein zweiter gewesen. Ich wollte nur die Gegner um Zelda herum erledigen, damit die gute Dame vielleicht sich irgendwann Zack. Mal bewegt. Ja, und jetzt hängt er da mit seinem Schwertchen. Ich habe noch überhaupt keine zweite Spezialleiste, sehe ich gerade. Wenn du sagst, mit dem Boss auch schon die zweite Spezialleiste mal gekriegt irgendwann. Ja. Ey, warum? Ach so, ey, ich hab's. Ich sagen, warum durfte ich meinen Schwachergriff nicht benutzen? Zwei Spieler, verwirrend. Ja. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Der Kerl, das scheint es gewesen zu sein, bis die nächsten Gegner spawnen. Ich bin aktuell so im Kingdom Hearts Modus. Zelda, warum rennst du nicht? Was ist los? Ich sehe gerade auf der Karte, ich bewege es mir wieder ihren Hintern nicht. Das ist bestimmt wieder der eine Jäger in diesem Falle, den wir vergessen haben. Ja, da ist in der Tat ein Punkt. Ein einziger. Ein einziger. Und der ist auch noch hinter ihr, anstatt einfach weiterzugehen. Ich schnetze so lange diese Blumen hier jetzt. Vielleicht finde ich ja. Ja, dafür ist jetzt ein Super gespawnt. Ach, super. Ist er bei dir hinten? Willst du zurückkommen? Ja. Ach, Gott, verdammt nochmal. Einer der nervigeren Gegner in diesem Spiel. Und ein Jägeroffizier auch mitgebracht. Ich sehe. Oh, kein Zurückhalter. Okay, dann mache ich mich mal bereit zu stoppen. Stopp! Lieber es mit dem Super beseitigen. Ah. Dann habe ich einfach aus dem Off heraus angegriffen. Frech, so was. So darf der gar nicht. Gott sei Dank, das habe ich entschieden. Gegen Giga-Code oder so. Ja. Das ist unfair und gemein. Mach einfach mal meine Spezialattacke gegen den Jäger-Offizier, weil ich gar nichts Besseres zu tun habe. Oh, das war der falsche Knopf. Stopp! Das sollte dieser Jäger-Offizier gewesen sein, denke ich. Ich bin bis zu weit weg von dem. Welcher angepasst? Da war der verzweifelte Angriff, den wollte ich. Schon heftig, wenn man wieder überlegen muss, was alle seine Aktionen eigentlich waren. Ich befürchte, ich habe den minimal zu spät gestoppt. Ja. Sieht ganz so aus. Mein Modul ist gerade in dem Moment leider erst wieder rausgekommen. Dann brauche ich ja einfach Spezialangriff und dann. Ah ja, du hast ja zwei Leisten. Passt schon. Huch! Da greift er einfach an! Das sollte nicht so sein. Frechheit. Ja, manchmal passieren Dinge, die nicht so sein sollten in Kombination, gerade mit zwei Spielern in diesem Spiel, ist das, glaube ich, nichts Neues. Quatsch. So, super, bist jetzt down? Nee. Alle Koei Tecmo und Omega Force Games sind einwandfrei, gerade im Zweispielermodus. Right. Und wie jemand behauptet was anderes. Ja, ich meine, ich hatte schon früher viel Spaß mit den Spielen, vor allem auch wenn ich Dynasty Warriors nicht großartig gespielt habe. Ich habe immerhin sowas wie Mystic Heroes gespielt auf dem Gamecube. Das war auch von denen. Das haben sie auch verbrochen. Ich weiß gar nicht, ob du das früher mal mit uns gespielt hast, aber das haben wir. Nicht großartig, aber ja. Wir haben früher viel im Koop gespielt. Noch zu Schulzeiten, lange her. Ja. Oh, super, bist du jetzt langsam mal tot? Dankeschön. Bleibst du jetzt Die bist ja immer noch. Vielleicht solltest du die Verzweiflungsangriffe machen am Ende. Ich glaube, meine Waffe ist schon wirklich 23. stärker als deine. Ja, aber du bist 13 Level über mir. Ja, das stimmt. Bin nicht gestoppt. Stimmt, super. Also, hauen einfach mal fest drauf. Und dann sollte es das gewesen sein, Fragezeichen. Mein Gott, jetzt ja. Danke. Ja, jetzt ist es das ja nicht gewesen. Unglaublich. Wehe, die geben uns jetzt noch einen letzten Spawn hier oben. Hier oben ist jetzt aber hoffentlich wirklich das Ziel. Zelda, komm. Sollte es eigentlich sein, ja. Mission ist vorbei. Gut, dass wir hier keine Ränge kriegen. Nichts Spannendes hier. Mal ein bisschen Gras schneiden. Oh, ich habe auch eine Ausdauerschrecke im Gras gefunden. Nice. Du hast das Ziel erreicht. Es ist nicht so, als hätten wir gerade nicht irgendwie 10 Ausdauerschrecken von Amiibos gekriegt oder so. Was? Wir benutzen keine Amiibos. Das kostet Geld. Ja. Prinzessin Zeldas Ritter, Sieg! Eieieiei. 6 Minuten 13, um Super zu besiegen in erster Linie. Ja. Level 25. Du bist echt weit im Level unter mir. Ja. Du hast halt Lanky Lang, der hat halt den großen Bonus, der in jeder Story-Mission zwangsläufig dabei ist. Ja, deswegen benutzt man halt auch. Außerdem hat er eine Waffe, die ich gerne spiele. Ja. Auch ein großer Vorteil dafür, dass er überhaupt gepickt wird. Das stimmt. Jo, dann schauen wir nochmal, welches Level die nächsten Missionen haben. Gegebenenfalls kaufen wir tatsächlich mal kurz ein paar Level. Eine Gefahr hat sich verflüchtigt. Und eine Gefahr hat sich erflüchtigt. Es ist Level 26. Ja, komm, wo war das Ding hier? Ruhe Manöverplatz. Also das ist ja sowieso traurig. Ich meine, er wird eh nie viel benutzt. Ich würde sagen, warum kaufst du für den überhaupt Level? Aber dann wird man ja gezwungen, ihn hier und da mal einzusetzen.
bin nicht gewohnt, Imper auf so einer niedrigen Stufe zu sehen. Die wird sonst auch mehr benutzt. Dann gehen wir Zelda noch ein bisschen was dazu. Ich will sie halt nicht zu überbenutzen, die Imper. Das ist der Hauptgrund, warum sie nicht so oft benutzt wird im Moment, glaube ich. Ist halt unfair, ne? Ja. Was willst du machen? So ein bisschen Abwechslung für die Zuschauer auch. Der Flugmann und dann sind alle erstmal auf 28, außer der eine, der es nicht verdient hat. Außer Daru. Wenn du dich übrigens von links nach rechts durcharbeiten wolltest, wir haben ganz oben links noch eine Mission. Ach da. Oh, die hab ich gar nicht mehr gesehen. Was haben wir denn hier? Auch Level 26. Der wilde Sturm der Omni. Guck mal, jetzt hast du wieder festgesetzt auf einen Charakter. Da freust du dich doch, oder? Ja, immerhin ist ein anderer Charakter und ich habe ihn gerade gelevelt, also ist das schon okay, denke ich. Wer darf's denn für dich sein? Ja, sure, die Maromos. Den sieht man sonst so selten. Da freust du dich doch. Aufbrechen! Ja, nichts Schöneres als Maronus zu spielen. Jetzt muss ich mich überhaupt erstmal wieder an Rivali gewöhnen, der mit seinen Flugfähigkeiten und so ist. Musst du dich überhaupt grundsätzlich immer an Maronus gewöhnen? Ja, gut. Aber du musst einfach nur die Krog-Party benutzen. Das ist reicht. Guck mal, Rivali spezialisiert sich auf verschiedene Angriffe, die in der Luft ausgeführt werden. Das ist alles, was du wissen musst. Ah, okay. Ich benutze ihn sowieso im Regelfall nur aus der Luft und hole ihn dann ab und an aus Versehen auf den Boden runter, weil der Kombus hat ihn auf den Boden zurückholen aus unnötigen Gründen. Ja, ist etwas kontraproduktiv immer, finde ich. So ein bisschen, ja. Wo haben wir denn hin? Wobbel. Die Monster rücken in Richtung Dorf der Ornifar. Teile die Vorposten. Vorpostenkommandant oder was? Lass mich in Ruhe. Magnetmodul! Ein Monster ist bis zum Hauptquartier vorgedrungen, das ging natürlich schnell. Ja, ist eins mehr oder weniger direkt vor unserem Hauptquartier gespawnt und so. Okay. Wieder? Ah. Oh mein Gott. Der Typ mag seine Waffe einfach nicht. Oder er ist davon beeindruckt, dass sie da mit dem Magnet auf ihn zurückkommt. Eins von beiden. Wärst du das nicht auch? Wenn du deine Waffe schmeißen würdest und sie würde plötzlich wieder dir zurückfliegen, wäre ich auch beeindruckt. Wenn ich einen Bumerang hätte und ihn ordentlich werfen könnte, wäre ich davon wahrscheinlich auch beeindruckt, ja. Ja gut, das wäre ja die Arbeit von jahrelangem harten Training. Ja, das kann ich leider nicht investieren, so sehr bin ich nicht an Bumerang interessiert. Tja, wenn du regelmäßig Kängurus jagen müsstest, wärst du das. Vielleicht korrekt. Auch wenn ich nicht weiß, ob es dafür nicht bessere Methoden als Bumeränge gibt. Ich meine, dafür sind die mehr oder weniger damals erfunden worden, ne? In erster Linie, ja. Damals. Ja, sogar ganze zwei Moblins in unserem Hauptquartier. Und das Hauptquartier ist halt noch auf voller Leistung, das heißt, sie haben jetzt nichts geleistet. Natürlich, wie immer. Die zu entfernen ist sowieso immer völlig unnötig. Ich habe gerade schon, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal jetzt Rivalis Stoppattacke gecancelt. Ist eigentlich nicht so clever. Ach Gott, jetzt ist er gelandet, gerade nachdem das... Rivali. Bitte dich, mach nicht so eine Scheiße. Bomben. Komm schon. Schmetterangriff. Danke. Apropos Schmetterangriff. Woo! Weg mit dem Moblin. Maronus mit den dicken Schmettern. So, kann ich mal zurückkommen. Ich hab vergessen, dass Maronus meine deutsche Synchronsprecherstimme hat, die grausam ist. Ja, sie ist großartig, oder? Das ist ein Traum. Ich weiß auch nicht, was ich ohne seine deutsche Stimme machen würde. Ich habe mich gerade erst frisch daran gewöhnt, dass Kingdom Hearts auf Deutsch stattfindet. Jetzt muss ich mir auch darauf wieder klarkommen, dass dieses Spiel auf Deutsch stattfindet. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich das gehofft hatte. Nee, du hast mich erfolgreich in der Ecke gesetzt. Das hat gut funktioniert, wenn das der Plan war. Nein, immerhin. Nicht schon wieder. Jetzt habe ich gerade kein Modul. Oh. Ich bin nicht erwischt. Ah, ich habe ihn erwischt. Jetzt das Spiel gerade minimalen Slaughter, ne? Ja, hier sind viel zu viele Effekte und Finisher und Dinge und Krimskrams und Schmetterangriff. Das ist typisch für den Mehrspieler-Modus. Außerdem kommen da vorne gerade ganz viele Gegner als Verstärkung. Ich schätze, die haben ein bisschen beigetragen zu dem ganzen Spaß hier gerade. Ich mach mal hier eine Spezialattacke rein. War hier nicht gerade noch ein Pyromagus? Hat er sich wegteleportiert? Ich hab da vorne so. Ich hab noch keinen Pyromagus gesehen. Ich hab bis jetzt nur jede Menge blaue Moblins gesehen. Nee, da vorne ist der Pyromagus. Der ist nicht zu weit weg. Ja, okay. Ah, jetzt sehe ich ihn noch auf der Karte. Leider bin ich nicht in der Luft, was immer doof ist für die Rivali-Kombos. Ich weiß gar nicht, ob ich den Gegner überhaupt angreife gerade. Und Spezialattacke, weil ich es kann. Ah, du hast schon zwei Leisten. Warum hat er so viele Spezialangriffe? Oh, come on, das hat er nicht getroffen? Der stand direkt neben mir. Das finde ich nicht fair. Oh nein, ein Eismoblin greift an. Das ist ja ganz besonders gefährlich. Das waren noch zwei HP, aber komm, Schmetterangriff.
Der ist schon tot, den du gerade angreifst. Ey, ich habe eigentlich versucht, den Eispyromorgus direkt neben mir anzugreifen, aber... das sah das Spiel anders. Irgendwann hat meine Kamera sich dann so ein bisschen gedreht, ich habe den Eispyromorgus nicht mehr gesehen. Das war das Problem. Ich bin in der Luft, aber ich sehe mich nicht. Dankeschön, Spiel. Aber pro Kamera und so, ne? Sehr hilfreich. Können wir den Pyromagus da vorne jetzt mal erledigen? Wenn ich Pyromagus heißen sollte, weil er Eiszauber hat. Ja, mein übliches Problem mit der deutschen Lokalisierung. Eispyromagus macht doch einfach keinen Sinn. Hat es eben gereicht. Schmetterangriff. Weg damit. Jo, besiegt. So, noch mehr. Dann haben wir einen Eismoblin, gegen den du gerade kämpfst. Fühle dich gestoppt, lieber Eismoblin. Ja, der kommt so schnell auch nicht mehr darauf. Ich wollte gerade sagen, der ist, glaube ich, ziemlich tot. Ich bin jetzt zum nächsten weiter. Wie sieht es denn mal mit einer Runde Feuer aus hier? Na, der hat den Schwesterangriff überlebt, aber jetzt wird er auch nicht mehr allzu lange leben. Jetzt scheint mir nicht mehr so lange schon mal ein bisschen um den nächsten. Sure. Okay. Wir müssen sowieso nur noch 45 Sekunden überleben. Die kriegen wir schon hin. Schmetterangriff! Ach, das ist eine Überlebensmission gewesen, stimmt. Wir haben, ja, wir müssen uns hauptsächlich verteidigen für noch weitere 35 Sekunden. Oh nein! Unser Hauptquartier, das schon dermaßen gefallen ist. Auf komplett volle Leiste. Ist tot. Ich habe ihn schon getötet. Stirb. Erfolg! Okay, wir haben trotzdem gewonnen, bevor die Zeit abgelaufen ist, glaube ich. Ja, weil wir alle starken Feinde besiegt haben, bevor die Zeit abgelaufen ist, glaube ich. Ja, wir haben euch wirklich echt Zeit gelassen oder so. Sagte der Typ, der selber mitgemacht hat. Wilde Stunde Orni, Sieg. Wuhu. Schlacht gewonnen. Das ging schneller als super zu besiegen. Ja. Diese 8 Typen zu Leder zu Metze. Yay, 3 schlechte Waffen für Maronus. Yay, Maracas. Wuhu. Und Anti-Schneefedern. Wuhu, wir können Lanky mal wieder was Neues anziehen. Ja. Nach Monaten. Es müssen auch definitiv magische Federn sein. Ich weiß nicht wie Federn in das Haar zu stecken dafür sorgt, dass dir nicht mehr kalt wird. Das macht eigentlich keinen Sinn. Aber es ist Wärme ab. Es ist Hyrule, es ist Magie, passt schon. Ich wollte gerade sagen, das ist alles logisch? Ja, das reicht, wir auch eine Rüstung haben, bis sie unter Wasser atmen. Macht alles Sinn. Wir können Pilgerfahrt mit Leinwand machen. Ein Maler, der ganz Hyrule bereist hat, beschlossen, eine Pilgerfahrt zur Statue der Göttin zu unternehmen, um ihre Liebe in seiner Kunst auszudrücken. Versorge ihn mit Materialien für Farben. Sure, machen wir das doch. Ja, wie Exalfos-Urkunden, die brauchen wir dringend. Herzen für alle Verbündete plus eins. Ja, ja, ein Herzcontainer für alle. Ist eine nette Sache, wenn es mal endlich alle kriegen und nicht nur eine Person. Außerdem haben wir das innere Hyrule, das zweite von fünf, abgeschlossen. Hooray, oh, Dankeschön. Reis, Butter, Salz, her damit. Hey, ihr habt uns geholfen, hier, 20 Butter. Ja, nimm okay. All die Butter. Sure. Hey, ich bin mal nicht gelockt, ich darf mich jemanden aus, oder ist ja ein Traum. Ich nehme mal wieder Zelda mit den besten Sachen. Ich hasse das habe ich noch nie gehört und ich will das auch nie wieder hören. Oder willst du einen anderen Charakter? Ah ja, gib mir mal die Impa. Jesus Christ. Königliche Beraterin Impa? Wir haben ein besseres Treue, Kodachi. Das Ding hat... Was erhöht der Verkaufswert? Yay! Du kannst Schaden durch normale Angriffe bloß haben. Sure. Besser als erhöhter Verkaufswert. Ist akkurat. Let's go. Ich weiß gar nicht mehr, was die letzten Kombos waren, die wir für Zelda schon gekauft haben. Ich glaube, sie hat schon welche von den verbesserten Bomben-Kombos. Ich glaube ja. Ich werde es jetzt gleich feststellen. Aber ich glaube, ihre super, super Kombo hat sie noch nicht. Wenn du ganz auf X drückst und nichts passiert, weißt du, haben wir noch nicht gekauft. Okay. Ich meine aber, wir hätten die erste Bomben-Kombo schon gekauft, ja. Aber wie gesagt, aber halt noch nur die erste. Das ist noch nicht die Super-Kombo, die man eigentlich haben will mit ihr. Ich glaube, niemand hat bis jetzt die fertigen Kombos. So weit im Spiel sind wir noch nicht. Naja, das ist akkurat. Wir haben gerade mal Kapitel 3 abgeschlossen. Let's go, Schlacht beginnen. Verteidigung des Bosses. Ah, der hat direkt eine Magnetsache gemacht. Ich hab meine Bombe werfen wollen. Na gut. So, schauen wir mal. Zeug schwingen. Ah. Nein. Die schönen Kombos haben wir leider wirklich noch nicht. Traurig. Werde ich mich mit abfinden müssen. Ich wollte sagen, da kannst du relativ wenig gegen machen jetzt gerade. Und dann hast du vorne eine Attacke zu machen, die ich dann stoppen kann. So zum Beispiel. Dankeschön. Okay, den haben wir perfekt festgehalten. Jetzt aber, Magnet! Ins Gesicht damit!
Ja, ist ja nett, dass du was machen wolltest, mit dem ich dich startigen kann, aber meine Status war ausgelaufen und muss ich halt den Attackenhagel stattdessen machen. So, standardmäßige Probleme, ne? So, fair auf der Karte bin ich, ich bin ein Blaufall. Das war jetzt eher kontraproduktiv. Ich dachte eigentlich, dass ich seine Leiste damit runterkriegen würde. Ich würde gerne auf diesen Mob wieder eine Bombe werfen. Ja, das. Jesus Christ, ist ja nichts mehr. Hat ihn auf jeden Fall runtergebracht. Ich meine Klone wieder. Gib mir meine Klone, Spiel. Ich brauche dringend Klone. Gut. So, und dann hätten wir dann noch so ein lustigen Kuromagus, der die ganze Zeit rumspringt. Lustige Viecher wie immer. Ja, das sind die lustigsten Gegner. Hahaha. Ja, das ist nicht, was ich machen wollte. Der macht die besten Witze. Ist fast so, als wäre ich nicht mehr gut daran gewöhnt, mit den Charakteren zu kämpfen und würde deswegen viel länger brauchen, ihre Leisten zu dezimieren als normal. Woher könnte das nur kommen? Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Aber das ist eine gute Stelle für das Bombenmodul, da hängt es gut neben der Feuerflugomalus fest. Man geht mir aber gerade auch ähnlich. Das ist schon besser. Vorne ist noch irgendwo ein Eispyromagus. Solange dieses Spiel speziell und auch diese Art von Spiel so lange nicht mehr gespielt. Fühle dich gestoppt. Ist immer blöd, wenn eine Mission ist, wo beide Spieler auf der entgegengesetzten Seite der Karte starten. Da kann man gar nicht die Stoppmodule zusammen kombinieren und irgendwelchen Unfug zusammen machen. Ich meine, wir hätten einfach uns auf einer Seite versammeln können. Ja, sind nicht Holz, würden wir tatsächlich großartig die Sachen hier verteidigen müssen. Ist natürlich richtig, aber nichtsdestotrotz bietet sich's dann schon an, so zeitlich, dass man sich einfach dann aufteilt. Trotzdem doof. Ja. Ich meine, das ist auch wieder eine Sache von, nach so wenig Zeit ist die Mission sowieso automatisch zu Ende. Ist das ja eigentlich eine Mission mit einem Krog? Hier gibt's so viel freie Karte. Da fragst du den Falschen. Sollten wir vielleicht nach der Mission kurz dran denken, kurz nachzugucken, ob's hier einen Krog gab. Truppen des blauen Moblins wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Oh nein! Aua. Hey. Nicht die Truppen des blauen Moblins! Ja, sind vor allem direkt vor der Stadt gespawnt. Na, wie immer. Also, wir zurücklaufen, aber vorher fange ich noch den hier ab, der hier irgendwo sein sollte. Ja. Ein blauer Moblin! Oh nein! So was Gefährliches! Das war nicht, was ich machen wollte. Sah aber auch lustig aus. Ach komm, man stirbt doch einfach. Du hast sowieso schon kein AP mehr, danke. Stop, Stabby. Ja, fühle dich... Was? Oh, ein Feuermoblin. Oh, come on. Okay, dann wollte ich wieder auf meinen Stab. Starten wir wieder ein paar Fässer. Ich brauche dringend für Imper mehr Spezialangriff leisten. Ja, die helfen allgemein. Ja, aber vor allem bei ihr. So, zwischendurch noch mal ein Modul. Ihr halbes Gimmick ist auf ihre Spezialleiste aufgebaut und so. Ein so ein blödes Ding noch übrig, ja. Jetzt hier kriegst du mal die Bombe ab und dann ist gut. Schmetterangriff. Plötzlich. Ich wünsche nur, ich würde ein bisschen mehr Schaden mit dieser 12 Angriffswaffe machen und ihn da auch tatsächlich umbringen damit. Das wäre noch ein Traum. Er ist halt einer von Zeldas Modulen, die haben sich so mit dem Grundschaden. Ja, im späteren Verlauf des Spiels werden wir noch bessere kriegen, aber aus irgendeinem Grund kriegt ja für lange Zeit einfach keine Module mit ordentlich Angriffsstärke. Ich weiß nicht, ob das Spiel damit irgendwie einen Punkt machen will, dass Zelda ihre wahre Stärke nicht entfesseln kann oder was, aber ich glaube, das ist die Idee. Hat, wo ist ein Hinox auf dem Schlachtfeld gespawnt? Habe ich gar nicht gesehen. Bei mir nicht. So, ich glaube, da ist jetzt steht es gar nicht direkt vor mir gespawnt oder so. Ja, nein, in die Stadt gelaufen, da sind zwei Moblinzer, ja. Aber das ist noch deutlich weiter weg, als ich das gerade eingeschätzt habe. Aber den anderen Moblin habe ich jetzt irgendwann gut gestoppt. Cool, good job me. Leider habe ich kein Modul für den. Könnt ihr beiden mal zu. Oh! Magnet! Dann nutze ich doch die Gelegenheit. Was ist los? Ich hab den einen gestoppt und hat mit Magnet sein Ding zurückgegeben und wollte zu ihm hindodgen, aber der im Hinterhalt hat mich angegriffen. Ich habe einen Attackenhagel auf ihn gekriegt. Das ist absolut nicht, was ich wollte. Und ich habe jetzt die Schwachpunkte von dem nicht ausnutzen können. Mal einfach mal ein Foto hier. Ich sehe mal wieder teilweise nichts, weil Kamera und Wände. Außerdem laggt wahrscheinlich gerade das Spiel, weil ich habe ein Foto gemacht. Gott, ich mag das Spiel nicht so gerne jedes Mal, wenn ich Fotos mache. Quatsch! Alles, das hier nicht so wollen. Das Spiel würde nie laggen. Noch einer. Ein bisschen voll hier.
Ähnliche Gefühle hatte ich auch gerade. Wird hier ein bisschen voll. Stopp. Ja. Hier zwei Feuermoblins rumhängen und einen Hinox. Bisschen voll hier. Aua! Boah, das war nicht gut. Wie war das mit den Äpfeln? Da war das mit den Äpfeln. Das war jetzt doch eher fies. Ich glaube, ich benutze mal einen Stab. Das ist gerade eine akkurate Möglichkeit dafür. Das war. Das ist gar keine schlechte Idee. Gut aus, Schmetterangriff. Jedes Mal, wenn der gerade aus seiner Stasis rauskommt, macht er direkt eine große Attacke. Das ist ziemlich fies. Zum Glück hat er mich dieses Mal nicht erwischt, weil ich in der Animation war. Jetzt mal macht Unfug. Fühle dich gestoppt. Ah, jetzt aber. Weg mit dir. Leiste auf null. Angriff. Leider würde ich das nicht töten, weil, ne? Dinge. Naja, hat er mich getötet. Ah, komm mal. Jesus. Komm, Feuermoblin, gehen wir nicht auf den Sender. Auf ihn. Der Feuermoblin will mir unbedingt auf den Sender gehen. Kiste. Mit Stasis könnte ich. Mit Stasis könnte ich. Und ich könnte auch mit Stasis und dann ist er hoffentlich auch tot. Was? Was war das denn jetzt für eine ewige Animation? Ich habe jetzt die Schockgleise nicht gekriegt. Das war merkwürdig, aber es hat ihn trotzdem besiegt, also ist okay. Hey, ein Hinox. Na, hast du auch endlich einen. Das ist ja mein Traum hier. Irgendwie glaube ich dir nicht. Ja, ist auch nicht so. Schon viel zu viel Schaden über die Mission. Hinoxe sorgen gerne mal dafür, dass die Kamera nicht mehr vernünftig funktioniert. Das sowieso, die Hinoxe sind immer zu groß für die Kamera im Zwei-Spieler-Modus, weil, ja, ne? Oh, meine hat sich erledigt. Das freut mich. Glaub mir, mich auch. meine Gesamtsituation könnte besser sein, schätze ich. Abstand und ja doch, ich kann. Magnetmodul. Gerade keine Bomben für dich übrig, Elektro-Pyromagus. Oh, Jesus Christ, jetzt! Oh shit, ich bin. Ups, sorry. Das ist nicht, was ich wollte. Das ist nicht, was ich wollte! Hallo. Ich wollte den Typen da doch nur killen, mein Gott. Stattdessen kommt der blaue Moblin ernsthaft durch den Gegner durch auf mich aufgecharged und macht mich zu einem Viertel HP runter. Ein Traum. Jo, so was Kinox so gerne mal so tun. Ich komm dich einfach mal besuchen. Ja, das wäre nett. Auf meiner Seite buche ich nichts mehr zu tun, also. Okay, ob ich in 17 Sekunden da bin, ist eine andere Frage, aber. Ich komm dich mal besuchen. Oh, das ist eine Haltemission. Ja, ich hätte wohl einen Charakter mit mehr Angriffskraft nehmen sollen, damit die Gegner auch wirklich sterben. Ich werde von denen keinen mehr tot kriegen in den 3 Sekunden, also weiche ich mal einfach raus. Stattdessen habe ich nur Geld für Äpfel verschwendet. Naja. Gut gemacht. Ich bin ja vorher in der Sackgasse gelaufen, also alles gut. Vorposten der Stadt wurden gehalten. Ich meine, die waren auch nicht wirklich gefährdet. Ja, wie immer. 8 Minuten, ja, maximale Zeit leider. Aber hey. Da war eine neue Angriffswaffe! Boah, Hui. Wahnsinn! Ich wollte gerade sagen, großartige Dinge, die wir da gekriegt haben. Außerdem Erfahrung, Rhodonit, Rubine, Zeugs. Und unser erstes Hinox-Herz. Yay, davon werden wir noch 1 Million farmen müssen. Wie kommst du auf die Idee? Ja, wie komme ich auf diese Idee? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht zufällig aus verlässlichen Quellen, dass wir in Zukunft viele davon brauchen werden. Ja, ja. Nee, bildest du dir ein. Da oben ist noch eine Mission, da haben wir noch eine. Was brauchen wir für das Zora-Ding hier so dringendes? Wir haben auch Geflügel. Ganz viel Geflügel. Da kriegen wir, glaube ich, in der Mission, die wir noch nicht gemacht haben, auch welches. Ja, da kriegen wir in der Tat das Geflügel her. Fehlt uns sonst irgendwas? Nö, danach sollten wir das ja dann auch schaffen. Hier oben ist auch noch eine Mission. Da fehlt uns eine Leunenurkunde für eine Vereinsamte. Das ist natürlich auch ein Traum. Ja, immer. Nichts Schöneres als Leuen zu verprügeln. Ja, ne, ich liebe das auch immer mit den Leuen. Bekanntermaßen. Ich würde sagen, das ist dann eine gute Gelegenheit, um mal wieder eine kleine Pause einzulegen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal für tägliches Training in Hyrule. Ja, wo wir Imper verprügeln dürfen. Yay, aber immerhin haben wir freie Auswahl, mit wem wir Imper verprügeln dürfen. Eigentlich würde ich bei der Mission erwarten, dass wir auf Zelda und Link eingeloggt sind, aber Nee. Naja. Okay, bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.